Jetzt bei Phoenix. Politikbegriffe leicht erklärt. Aufpoliert. Was bedeutet Frauenquote? Generell sollte zwischen Männern und Frauen ja Gleichberechtigung herrschen. In den Chefetagen von Unternehmen sehen wir jedoch fast nur Männer. Das ist ein Problem. Warum ist das so? Schließlich stehen Frauen heute genauso fest im Beruf wie Männer. Grundsätzlich wollen Firmen auch Frauen in ihren Führungsspitzen. Jedoch schieben sich Männer immer noch gegenseitig die Posten zu und die Frauen bleiben außen vor. Deshalb fühlen sich viele Frauen ungerecht behandelt und fordern bessere Karrierechancen. Eine Lösung dafür soll nun die Frauenquote sein. Sie legt fest, dass mindestens 30% Frauen in den Aufsichtsräten von Unternehmen sitzen müssen. Das gilt für Unternehmen, die an der Börse notiert sind. Das klingt doch eigentlich ganz gut. Doch wie bei allem gibt es auch Kritiker der Frauenquote. Zum Beispiel könnte die Frauenquote, so der Vorwurf, die unternehmerische Freiheit gefährden. Kritiker behaupten, Frauen könnten durch die Frauenquote in Führungspositionen gelangen, selbst wenn ein männlicher Kandidat qualifizierter ist. Allerdings steht fest, dass gemischte Teams ein besseres Betriebsklima und bessere Ergebnisse erzielen. Der Blick ins Ausland zeigt, dass zum Beispiel in Skandinavien und den USA viel mehr Frauen in Führungspositionen sitzen als in Deutschland. Wir stehen nur auf Platz 13. Die gesetzlich geregelte Frauenquote in Deutschland soll 2016 in Kraft treten.